Die Razzia begann am frühen Morgen. In 11 Bundesländern, auch in Baden-Württemberg, durchsuchten rund 3000 Polizisten Wohnungen und andere Räume. Um ein Haar, sozusagen in letzter Sekunde, ist das beste Deutschland aller Zeiten dem Teufel noch einmal von der Schippe gesprungen. Dem Teufel in Gestalt von Reichsbürgern und Rechten. Das ist das Narrativ, das wir in den letzten Tagen in Dauerschleife vorgekaut bekommen haben. Nach einer bundesweiten Razzia, bei der über 3000 Polizeibeamte im Einsatz waren, teilweise bis an die Zähne bewaffnet, und bei der man den Anführer, einen Prinz aus Thüringen, 71 Jahre alt, festgenommen hat. Und die Rede ist von der größten Antiterroraktion in der Geschichte der Bundesrepublik. So Nancy Faeser, sie sprach von einem geplanten Staatsstreich, und man erging sich in superlativen Sondersendungen in der ARD, im ZDF, dies nach der Ermordung der 14-Jährigen vor wenigen Tagen nicht gab, und man hörte kaum etwas anderes. Die erste Lüge ist schon das mit dem Staatsstreich. Da hätte man nur in den Duden schauen müssen. Da wird der Staatsstreich definiert als eine Umsturzaktion von etablierten Trägern hoher staatlicher Gewalt. Und das war es nun garantiert nicht, was etwa Jasper von Altenbruckum aus der Frankfurter Allgemeinen, die einmal eine Qualitätszeitung war, nicht hinderte zu sprechen, da sei ein Staatsstreich, wie er im Buche steht, geplant gewesen. Also völliger Unsinn, und hier handelt es sich in meinen Augen um eine Seifenoper, und das zeigt schon die Tatsache, dass man bei dieser Untersuchung von, ich glaube, 130 Objekten, darunter eines von einem Jäger, dem Prinzen, sage und schreibe eine Schusswaffe gefunden hat. Sowie, jetzt passen Sie auf, Schreckschusspistolen, ganz schlimm, Tausende, also nicht Abertausende, sondern Tausende Euro Bargeld in 130 Objekten, und Prepperware, also auf gut Deutsch vorbereitende Dinge, Lebensmittel. Ein Münchner Starkoch, dessen Schwiegersohn in Spe, ein ehemaliger Bayern-München-Star ist, der wurde festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem, dass er die bekocht haben soll, dass er Küchenutensilien verkauft haben soll und dass er in diesem geplanten neuen Reich für das Kochen zuständig gewesen sein soll. Dafür wurde er zum Bundesanwalt nach Karlsruhe in Handfesseln geflogen. Das Ganze kommt mir vor wie eine bizarre Erzählung, wie aus einer Seifenoper. Ich will nicht ausschließen, dass sich da ein paar Verirrte zusammengeschlossen haben, dass man sich austauschte, dass man irgendwelche wirren Pläne hatte. Von einer Erstürmung des Bundestags soll ja die Rede gewesen sein, mit einer Waffe und mehreren Schreckschusspistolen, dass es da im Internet wirre Abreden gab, und ich will das auch nicht verharmlosen. Die Geschichte zeigt ja, dass auch verwirrte Menschen, radikalisierte Verwirrte, dass die schlimme Taten begehen können, und von daher ist es sicher sinnvoll, dass man dem nachgeht, dass die Ermittlungsbehörden dem auch auf den Grund gehen. Wenn das allerdings wirklich gefährlich ist, dann ist ganz, ganz entscheidend, dass da Verschwiegenheit herrscht, dass das Ganze sozusagen unter professionellen Bedingungen vor sich geht. Und was hatten wir hier? Schon Tage, wenn nicht Wochen vorher, wussten Journalisten Bescheid. Es waren Journalisten an den Orten der Festnahmen, und das ist einfach nur Hanebüchen. Wenn es wirklich um eine gefährliche Gruppe hier ging, dann ist das hochkriminell, dass die Behörden hier einfach links und rechts das erzählten, und da beißt sich so ziemlich alles an dieser Geschichte. Und mein Eindruck ist,
Das ist wie aus dem Lehrbuch, das habe ich auch in Russland immer wieder erlebt, das war immer im Lehrbuch des KGB so, der Stasi, von Diktaturen generell und von autoritären Regimen, insbesondere sozialistischen, dass man immer einen Feind von außen brauchte, immer die rechte Gefahr. Dann findet man natürlich auch immer ein paar Idioten, ist ja nicht schwer. Im Zweifelsfall hilft man ein bisschen mit. Vor kurzem wurde ja auch bekannt, dass der Verfassungsschutz selber in rechtsextremen Gruppen in sozialen Medien aktiv ist. Da kann man dann also ein bisschen Öl ins Feuer gießen und dann greift man zu. Natürlich sehr passend, dass auch noch eine AfD-Politikerin darunter ist. Dann hat man auch noch dieses Narrativ. Und prompt kommt jetzt Nancy Faeser-Honeckers Rache im Bundesinnenministerium, die Frau mit den Antifa-Sympathien. Und sie sagt, sie will die Beweislast umkehren bei Angestellten und Leuten im öffentlichen Dienst. Die sollen jetzt selber beweisen müssen, dass sie die richtige Gesinnung haben. Also nicht mehr umgekehrt, wie es ein elementares rechtsstaatliches Prinzip ist, dass die Unschuldsvermutung gilt. Nein, im öffentlichen Dienst soll das umgekehrt sein. Wer im Verdacht steht, auch nur nicht die richtige Haltung zu haben, der muss beweisen, dass er auf Linie ist. Ich komme mir vor wie in einem Zerrbild, wie in einem Albtraum. Und wie sich die Journalistenkollegen hier verhalten haben, das ist für mich nur zum Fremdschämen, völlig embedded, wie das heißt, also sozusagen begleitend bei der Polizei, nichts hinterfragt, völlig dieses Narrativ übernommen, auch diese Idiotie von Staatsstreich, was einfach falsch ist, was einfach eine Lüge ist, selbst die Frankfurter Allgemeine, diese Gefahr, diese Mücke aufgeblasen bis zum Platzen. Das ist einfach zum Fremdschämen und genau das ist gefährlich für unsere Demokratie, dass hier so eine Seifenoper stattfindet, dass man aus einer Gruppe, die durchaus verwirrt sein mag, und da waren ja auch, soll ja auch ein Polizist dabei gewesen sein oder sogar auch Soldaten, das ist schlimm, wenn die bei solchen Sachen mitmachen. Das gab es aber schon öfter und da muss man berichten, völlig richtig, aber man muss doch die Mücke im Dorf lassen, die Kirche im Dorf lassen und das Ganze so auszuschlachten. Und genau nach diesem Mord an der 14-Jährigen, den zweiten in einer kleinen Ortschaft, plötzlich diese Riesengeschichte und wie inszeniert, wie aus dem Drehbuch, also da läuten bei mir alle Alarmglocken. Ich lasse mich wie immer eines Besseren belehren. Sollte herauskommen, dass dieser 71-Jährige, genauso wie diese Oma, die man festgenommen hat, 75-Jährige, die schon sehr gebeugt war mit einem Kartoffelsack, die auch als Anführerin einer terroristischen Vereinigung dann nach Karlsruhe geflogen wird. Es sollte sich herausstellen, dass die mit dieser einen Schusswaffe wirklich brandgefährlich waren und unsere Demokratie umzustürzen drohten, dann bin ich bereit, Abbitte zu leisten. Nur mir fehlt hier wirklich völliger Glaube, dass das so gefährlich ist. Und das Einzige, was mich tröstet, ist der Galgenhumor im Internet. Da gab es schon Bemerkungen, dass der 71-Jährige versucht haben soll, mit einem Rollator vor der Polizei zu fliehen. Und dass die ganzen noch vor dem Abführen dann Zeit brauchten, weil sie erstmal ihre Gebisse in der Früh um 6 dann einsetzen mussten. Und wenn da Frau Faeser spricht von der größten Antiterroraktion der Geschichte, ist das dumm dreist in meinen Augen. Die hat offenbar die RAF vergessen, was da los war, Schleierentführung und dergleichen. Das waren große Antiterrororganisationen. Aber hier diese graue Armeefraktion, die diese Rollatorbande und das dann ausnützen für Verschärfungen, das ist so, wie man in Russland sagt, mit weißen Nadeln gestrickt. Das ist so augenfällig, dass ich mich wirklich wundere, wenn da immer noch viele auf so ein Narrativ hereinfallen. Nochmal, ohne das zu verharmlosen, ohne zu sagen, dass die Polizei hier nicht vorgehen sollte. Das muss sie. Aber 3000 Leute, wenn gleichzeitig nicht mal genügend Polizisten da sind, um den Münchner Flughafen vor Klimaklebern zu schützen, wenn gleichzeitig nicht mal genügend Polizisten da sind, um den Berliner Flughafen zu schützen vor Klimaklebern, wenn gleichzeitig im Saarland, war es, glaube ich, ein
verurteilter Frauenmörder und Kinderschänder auf freien Fuß kommt, weil die Justiz keine Kapazität mehr hat, weil sie überfordert ist. Und wenn die gleiche Justiz dann hier mit Kanonen, ja, mit Atomwaffen, würde ich fast sagen, auf Spatzen schießt, dann frage ich mich, was läuft hier falsch. Ja, danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein, bleibt dabei, abonniert, ein Like machen. Unten hier die neuen Fun-T-Shirts bis hin zum Gasheizer und Spaziergänger. Alles, was heute böse ist, das haben meine Unterstützer sich alles einfallen lassen. Tolle neue Fun-T-Shirts, ideales Weihnachtsgeschenk. Einfach mal reinschauen auf www.eine-frage-noch.de und die neuen Fun-T-Shirts und andere Dinge. Da gibt es sehr viel Spannendes. Hier zum Beispiel Waschbarkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, die Nationalhymne in der Winfried Kretschmann-Variante und viele andere Dinge, auch noch den Doppelwumms zum Beispiel und dergleichen. Also einfach mal reinschauen, Weihnachtsfreude machen, gleichzeitig unterstützen und sorry für die Werbeeinlage, aber ich werde ja nicht GZ-finanziert und bekomme auch keine Steuermillionen und von irgendetwas müssen wir ja leben. Alles Gute, danke. Ciao. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. Unter anderem auch der in Thüringen bekannte Heinrich der 13., Prinz Reuß. Ihn nahmen die Ermittler in Frankfurt am Main fest, wo er eine Wohnung und ein Büro hat. Der 71-Jährige steht im Verdacht, eine führende Rolle bei den Umsturzplänen der Gruppierung zu spielen. Stopp. Einen ganz wichtigen Aspekt habe ich doch noch vergessen. Und ich war ja früher auch Polizeireporter und da hat sich inzwischen ganz viel geändert. Selbst der übelste Kinderschänder, der wird heute nicht mehr bei vollem Namen genannt und das Gesicht wird verpixelt in der Berichterstattung. Das gilt insbesondere und noch strenger dann, wenn die Herkunft des Tatverdächtigen entsprechend ist und selbst nach der Verurteilung wird das in der Regel noch so gemacht, bei Menschen oder Tatverdächtigen oder Verurteilten mit Migrationshintergrund noch viel strikter als sonst, aber eigentlich inzwischen fast bei allen. Und jetzt bei diesen Reichsbürgerrazzien, da gilt offenbar ein völlig anderes Herangehen, da gilt offenbar der Pressekodex nicht mehr, da wird die Verhaftung schön gefilmt, in Großaufnahme, völlig unverpixelt, mit Namen, bis hin zu dem Koch aus München, bis hin zu der AfD-Abgeordneten und da sage ich mir, wie heuchlerisch ist das denn, was ist das für eine Doppelmoral und für wie dumm werden da die Menschen gehalten, dass offenbar diejenigen, die das Ganze machen, denken, das fällt niemandem auf. Was hat das noch mit Rechtsstaat zu tun? Was hat das noch mit Pressekodex zu tun, wenn hier so mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn auf der einen Seite verurteilte Straftäter, selbst dieser Polizistenmörder, ich glaube, es war im Saarland oder Rheinland-Pfalz, selbst der wurde verpixelt, selbst da wurde der Name nicht voll genannt, selbst nach der Verurteilung. Und hier hat man im Moment einen Verdacht und in meinen Augen auch einen relativ vagen, wenn man sich anschaut, was da bisher herauskam. Und die werden vorgeführt wie im Mittelalter, wie am Pranger. Das geht mir nicht in den Kopf. Ich finde es ganz ehrlich, ja, hätte ich fast einen bösen Ausdruck gebracht, der mit Magen und mit Ernährung zu tun hat. Ich finde es unschön, lassen wir es uns so sagen und fremdschämen. Nochmal vielen Dank, alles Gute. Abonnieren, klicken, liken, Kommentar, Algorithmen auf Trab bringen und bei den Unterstützern mal reinschauen. Alles Gute, danke, ciao. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Sorry, aber noch etwas habe ich vergessen, was so wichtig ist, dass ich es auch unbedingt loswerden möchte. Sie kennen vielleicht diesen Ausspruch von Woody Allen, Marx Brothers und der auf Mark Twain zurückgeht. Ich würde nie Mitglied in einem Verein werden, der so heruntergekommen ist, dass er mich aufnimmt.
daran musste ich denken gestern bei dieser Nachricht. Ich bin ja nun wirklich keiner guten Meinung über diese Bundesregierung. Ich bin auch keiner guten Meinung über den Zustand unseres Staates. Aber dass hier ein paar Hansel, viele im Rentenalter, bei denen man bundesweit mit 3000 Beamten eine Waffe findet, dass die eine akute Bedrohung für die Bundesrepublik waren, dass man das jetzt so darstellt, als hätten die hier einen Umsturz herbeiführen können, als hätte da eine akute Gefahr bestanden, das ist in meinen Augen die ultimative Bankrotterklärung dieser Regierung und dieser Behörden. Entweder ist es Verfolgungswahn, entweder haben sie das neben ihrem Größenwahn auch einen Minderwertigkeitswahn oder Minderwertigkeitskomplex, oder sie wissen Dinge, die wir nicht wissen, die sie uns nicht sagen, aber das geht einfach nicht auf. Ich bin überzeugt, ich weiß das aus meiner Juso-Zeit, also was es da alles für Fantasien gab, was man in Deutschland für einen sozialistischen Staat errichten sollte, diese Spinnereien, die gab es immer, die gibt es immer, was das nicht beschönigen soll, aber das so darzustellen, als sei das eine akute Gefahr, also entweder völlige Verblödung oder völlige Verzwergung, die wir hier erleben. Oder man ist paranoid, man hat große Angst, weil man weiß, irgendetwas stimmt nicht. Fragen Sie mich nicht, fragt mich nicht. Alles Gute, danke, ciao. Die Vereinigung ist nach unserer Erkenntnis aufgebaut, zunächst in eine Art Rat. Die soll eine Art Regierungsorganisation sein oder Regierungsteil sein, der sich unterteilt hat und gegliedert hat in verschiedene Ressorts, wie das Kabinett einer Regierung eines Staates. Bereits einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ja, und die Witze, die hatten wir heute schon vorher mit dem Rollatorwitz, aber einen kleinen Witz erzähle ich doch noch, einen Realitätswitz. Ich müsste eigentlich mehrere daraus machen. War gerade erst wieder vor kurzem am Flughafen in Berlin und da ist die Priority-Schlange, also für diejenigen, die Business fliegen oder die Gold- und Silberkarte haben, ellenlang, wirklich ellenlang, und eine Kontrollstation arbeitet nur daneben etwa halb so lang und zwei Kontrollstationen die normale Warteschlange. Und wenn man dann hintergeht in den hinteren Bereich, völlig leer, der hintere Sicherheitsbereich, das ist Berlin wirklich wie im Sozialismus. Die Großkopferten, die lässt man bluten sozusagen, die stehen in der Schlange, sind auch noch stolz, dass sie Priority haben. Oh, hab ja extra dafür bezahlt. Und man zeigt ihnen faktisch den Mittelfinger und am anderen Ende dann niemand. Phänomenal in meinen Augen. Alles Gute, danke fürs Reinschauen. Ja, und eine frohe Adventszeit. Tschüss.